In Köln-Mülheim ermitteln Stefan Sindera und Martin Fuchs. Eine Seniorin meldete Betrüger in ihrer Wohnung. Kurz danach brach der Notruf ab. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Die Frau Schliepers, wo ist die, in welcher Etage? Die wohnt hier. Die okay, wohnt, okay, danke sehr. Was ist denn los, wenn ich mal fragen darf? Wir sind zu Frau Schliepers gerufen worden. Ach so. Ja, sag mal ruhig. Mach mal auf. Ist die Tür offen? Ja, aber ich höre sie. Nee, Tür ist zu. Die ist so ein Wimmern, so ein Jammern. Dann bricht das Ding auf. Hallo, hier ist die Polizei. Haben Sie hier was mit zu tun? Ich? Ja. Können Sie die Tür aufmachen? Ich weiß ja dann nicht mal, warum Sie hier sind. Wer sind Sie? Ich bin hier der Hausverwalter. Haben Sie zufälligerweise von der Frau Schliepers einen Hausschlüssel? Ich habe einen Schlüssel für Notfälle. Ja, sehen Sie, das ist ja genau. Weil eine Pflegebedürftige. Ich pack das hin. Alles klar, danke. Hier ist die Polizei! Ich habe Schlüssel. Bist du fertig? Ich habe Pfeffer. Was, Pfeffer? Hallo? Oh, Scheiße. Frau Schliepers? Ja. Alles gut, alles gut. Sicher mal ab hier. Alles gut, Polizei ist da. Geht's Ihnen gut? Was ist denn hier los? Alles klar, was haben Sie hier? Oh, ich sehe schon. Okay, wollen Sie sich mal zu mir rüber hier? Alles gut, alles gut. Geht's Ihnen soweit in Ordnung? Nein. Sind Sie soweit in Ordnung, ja? Alles gut? Wer hat das denn gemacht? Haben Sie irgendwas gesehen? Nein, ich war. Wie lange sind Sie schon hier? 20 Minuten. Okay. Können Sie aufstehen? Ja, okay. Ich habe nichts mitbekommen. Alles gut. Okay. Pass auf, setzen Sie sich mal hier vorne hin, Frau Schliepers. Setzen Sie sich mal hin. Danke. Hier ist auch nie was passiert. Also, es gibt. Wollen Sie was Wasser haben? Ja, bitte. Ja, Wasser. Frau Schliepers, jetzt haben wir Sie gefesselt vorgefunden. Ja. Sie haben aber noch einen Notruf abgesetzt. Ich habe einen Notruf vor ca. 15 Minuten, denke ich mal, abgesetzt. Es waren zwei junge Männer, Amateure, die mir einen, hier habe ich das auch, einen Auftrag gegeben haben, dass hier ein Wasserrohrbruch ist im Haus und Sie müssten also hier nachschauen. Hatten Sie einen Wasserrohrbruch hier im Haus? Nein. Hatten Sie gar nicht. Hier gibt es gar keinen Wasserschaden. Okay, okay. Ja. Haben sich dann, also ich habe Sie reingelassen. Ja, und nachdem Sie mir, danke schön, nachdem Sie mir dann gesagt haben, wenn das repariert ist, müsste ich mit 500 Euro in Vorlage treten, ist mir das ein bisschen komisch vorgekommen. Man liest die oft in der Zeitung von Betrugsfällen. Ja. Und daraufhin habe ich dann den Notruf abgesetzt. Ich habe denen vorgetäuscht, dass ich das Geld eben holen gehe. Aber die haben das wahrscheinlich nicht geglaubt und sind mir gefolgt und haben mich dann gefesselt und geknebelt. Hat sie auch niedergeschlagen worden? Hat man sie so verletzt? Nein, verletzt nicht. Einfach nur auf den Boden gebracht den Boden und dann gefesselt, und gefesselt geknebelt. Ist ja schon schwer genug, ne? Ja. Brauchen Sie einen Arzt? Nein. Nichts? Nein, okay. Ist alles gut. Sie sind hier der Hausverwalter, haben Sie gesagt. Ja, wie lange sind Sie jetzt ungefähr schon hier am Arbeiten? Ich bin circa in dem Flur jetzt 20 Minuten. 20 Minuten. Ja, ich wollte eine neue Lampe anbringen. Aber das deckt sich ja ungefähr mit dem, was Sie jetzt gesagt haben. Ne? Haben die beiden Herrschaften denn die Wohnung dann direkt wieder Nein, verlassen? Nein, die haben hier noch, die sind in den Nebenraum gegangen. Ich wollte gerade nachschauen, ob mir Geld fehlt oder. Jetzt sagen wir nicht, ich habe meinen Schmuck. Jetzt sagen Sie nicht, die sind noch hier. Die sind nicht mehr hier in der Wohnung. Die sind nicht mehr hier in der Wohnung? Nein. Also da, hier sind sie rausgegangen. Hier, aus der Tür sind hier raus, aber. Moment, ich gehe mal nachschauen. Und an Ihnen ist niemand vorbeigekommen, zwei junge Herren? Nee. Hatten die dann so Monteuranzüge an, so blaue Arbeitsanzüge, waren noch relativ jung. Einer dunkelhaarig, einer helle Haare, blaue Augen. Piercing, Tattoo, irgendwas? Brille, einer hatte eine Brille, eine dunkle Brille auf. Okay. Piercing-Tattoo ist mir nicht aufgefallen, nein. Frau Schliepers, dann machen wir das jetzt so, weil, wenn dann Ihnen jemand vorbeikommt, dann sind die vielleicht noch hier im Haus. Das heißt, wir machen gleich alles, die Anzeigenaufnahme, ja? Das machen wir alles gleich. Wir wollen jetzt erstmal gucken, ob wir die beiden dann tatsächlich vielleicht hier noch erwischen, ja? Ja, okay. Wir müssen ja hier von mindestens zwei Tatverdächtigen ausgehen. Das war zumindest die Aussage der Dame. Die wollten ihr Geld in einem Mehrfamilienhaus. Vielleicht haben wir Glück.
Und die wollen noch mehr Geld. Die Gier ist ja immer ein sehr großer Antrieb für diese Art von Mensch. Das heißt, hier sollen vielleicht noch mehr Nachbarn abgezockt werden. Das heißt, mit ein bisschen Glück sind die vielleicht noch im Haus. Und da galt es jetzt, Nachschau zu halten. Immer unter der Berücksichtigung der Eigensicherung. Denn dass die beiden skrupellos sind, das haben wir jetzt spätestens gesehen, nachdem wir die gefesselte Dame gesehen haben, die sie einfach hilflos da haben liegen lassen. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Eine Sekunde, bitte. Ich bin schon mal kurz vorbei. Nee, eine Sekunde. Mal was ist los? Warum? Was ist da passiert? Unten ist eine junge Dame niedergeschlagen worden. Die ist gefesselt worden. Haben Sie irgendwas mitbekommen? Sind Sie Mieter hier im Haus? Ja, ich wohne hier oben. Sekunde. Wer sind Sie denn? Der Patrick. Oh. Weiter? Kunze. Patrick Kunze. Mhm. Und Sie? Ja, Sebastian Berger. Aber? Haben Sie denn mal die Personalien von Ihnen, dass wir das mal... Ich habe keinen Ausweis dabei. Wo wollten Sie jetzt gerade hin? Wir sind auf dem Weg zum Sport. Deswegen dürfen wir auch... Ganz ruhig. Legen Sie mal die Tasche ab. Ja. Was mir nämlich jetzt gerade mal so auffällt... Nee, Tasche ablegen, sage ich. Ja? Dankeschön. Was mir nämlich gerade auffällt, ist, dass Sie genauso aussehen, wie die Dame jemand beschrieben hat. Ne? Das mag jetzt erstmal nichts heißen, aber trotzdem möchte ich gerne mal genau wissen, mit wem ich es zu tun habe. Das heißt, wenn Sie jetzt hier wohnen, haben Sie Ihren Personalausweis wo oben? Ne, den hat ein Kumpel von mir, weil der wollte sich Zigaretten kaufen und hat den nicht. Aber Sie haben bestimmt irgendwelche Papiere von sich, Sie haben bestimmt irgendwelche Papiere, die belegen können, dass Sie hier wohnen. Da steht ja immer die Adresse drauf. Verstehen Sie? Mhm. Darf ich mal kurz einen Blick in Ihre Tasche werfen? Warum? Also ist mein Sportsamt, das ist privat. Also, Freunde, ich werde jetzt mal deutlicher werden. Ihr Aussehen deckt sich mit dem, was die Dame unten beschrieben hat. Sie können sich nicht ausweisen. Moment, ich rede gerade. Ne? Sie können sich nicht ausweisen. Sie sagen zwar, dass Sie hier wohnen, aber auch Ihr Ausweis ist aus fadenscheinlichen Gründen irgendwo bei einem Kumpel, der sich Zigaretten holen will. Das heißt, die ganze Sache, die Sie mir hier erzählen, finde ich sehr, sehr unglaubwürdig. Mhm. Deswegen würde ich gerne mal auch zu meiner eigenen Sicherheit überprüfen, was Sie in Ihrer Tasche haben. Natürlich, einen Moment. Kommen Sie mal. Auf. Der festgenommene Mann verweigert die Aussage. Als Martin Fuchs deshalb dessen Komplizen befragt, reagiert der Täter sehr ungehalten. Wenn Sie was sagen wollen, können Sie das aber jetzt gerne tun. Ja. Halt's Maul! Der hat ja... Du hast Maul halten, haben Sie gesagt, Mann! Also ganz ehrlich, ich werde Sie gleich in die wunderbare Welt des Schmerzes einführen. Ja, also der hat mich halt dazu überredet, die alte Dame da unten zu überfallen. Warte. Weil er halt kein Geld hatte. Ein 30er. Hey, jetzt ist Feierabend da unten. Junge, ich sag dir die Wahrheit. Pass mal auf, mein Freund, wenn du jetzt noch einmal den Mund aufmachst, dann bist du sofort weg. Haben wir uns verstanden da? Brauchst du eine 8? Ich hab was. Okay. Ja, und dann haben wir das halt gemacht. Und ja. Was habt ihr euch dabei gedacht? Ja, schnelle Kohle oder was? Und warum hast du da mitgemacht? Das ist eine alte Frau, die ist pflegebedürftig, die ist über 60. Die jetzt da alleine liegen zu lassen, geknebelt und gefesselt. Weißt du, was passiert, wenn die jetzt gekotzt hätte oder sonst irgendwas? Wenn die jetzt keine Luft mehr gekriegt hätte, was dann? Dann. Wie alt bist du? 22. 22. Weißt du, wann du rausgekommen wärst? Ja. Dann wärst du ein alter Mann kurz vor der Pension. Und dann? Dann, ja. Ja, da kannst du grinsen wie ein Honigkuchenpferd, das ist nicht lustig, mein Freund. Das ist eine ganz harte Nummer. Deswegen kommen Sie beide jetzt mit. Mhm. So, was ist hier in der Tasche? Was finde ich da? Ja, das. Gucken Sie doch rein. Bitte? Gucken Sie doch rein. Pass auf, wenn du jetzt so anfängst, läppsch zu werden, mein Freund, ja? Dann dreh ich dir die Brille auf links. Haben wir uns verstanden? Nicht nur die Handschuhe, auch die Blaumänner und Geld. So was nennt sich Kumpel, aber nachher. Wie viel habt ihr schon abgezogen? Ja, das die Frage Geld, geht an dich. Das Geld, was da von wem? Von der alten Dame da unten. Das habt ihr der geklaut? Mhm. Ja, alles klar. Wir sind beim Raubdelikt. Raubdelikt ist kein Kavaliersdelikt. Das heißt, dafür fängst du dir mal richtig ein. Also würde ich mal das Grinsen aus dem Gesicht nehmen. Klar, soweit? Ja. Überführt haben sich die zwei eigentlich selber, ne? Nämlich in dem Moment, als sie angefangen haben zu fliehen. Bei der Durchsuchung der Personen haben wir festgestellt, dass nicht nur ein höherer Geldbetrag, sondern auch noch Schmuck aufgefunden wurde. Dieser Schmuck konnte von der Frau Schliepers hinterher identifiziert werden. Unter anderem ist da auch ihr Ehering dabei. Dumm für die Frau Schliepers ist jetzt, dass wir diese Gegenstände erstmal mit zur Wache nehmen. Dort werden sie dann in die Asservatenkammer aufgenommen. Und bei Abschluss des Verfahrens ihr dann aber auch wieder zugeführt.
Sebastian, was machst du denn hier? Du bist doch wohl nicht an dem Überfall beteiligt. Kennen Sie den Herrn? Papa, nein. Das ist mein Sohn. Bitte? Ich war oben mit Papa. Das ist mein Sohn. Bist du eins von allen guten Geistern verlassen? Was soll das? Was hast du hier zu suchen? Wir waren oben. Warum hast du so eine Show abgetan? Wie kannst du sowas machen? Papa, bitte. Was hast du für ein Problem? Warum hast du das gemacht? So, Kollege. Hey! Ich bin 24 und ich wohne immer noch zu Hause, ja? Ich hab kein Geld, wie soll ich denn so jemanden kennenlernen? Warum hast du mir denn nichts gesagt von deinem Geldproblem? Ich bin 24, ich wollte ausziehen. Ich brauch den Führerschein. Ich weiß, es war dumm. Chris, raus mit dem. Ich hab jetzt abgewiesen. Nein, ich glaube, hey, so, wenn Sie Ihren Sohn sehen wollen, wir nehmen ihn jetzt zur Wache, ja? Ja, wird aber der, bitte. Du bist jetzt mal ruhig, ne? Was geben Sie denen ins Frühstück? Irgendwie Katzenstreu oder so. So Ruhezeichen. Wenn Sie Ihren Sohn sehen wollen, da wird der Erkennungsdienst nicht behandelt. Bei uns auf der Wache können Sie gerne hinkommen. Ich war mal im Glauben, dass ich ein guter Vater bin. Ich bin doch fertig. Das hat nichts mit Ihnen zu tun. Aber bist du? So. Die Täter werden wegen gefährlicher Körperverletzung, schweren Raubes, Freiheitsberaubung und Hausfriedensbruchs angezeigt. Die Seniorin hat sich wieder erholt.